Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute machen wir einen Apfelkuchen mit Mürbteig. Den Mürbteig ganz einfach gehalten. Wir haben 300 Gramm Mehl. Wir haben 100 Gramm Puderzucker, den siebe ich nachher noch. Wir haben eine Packung Vanillezucker und 200 Gramm Butter und ein Ei. Ich habe meine Form schon vorbereitet mit Blatt Papier. Jetzt werde ich den Rand noch ein bisschen mit Margarine einreiben, dass es nachher einfach nur dicken bleibt, wenn wir es in den Ofen geben. Das bereite ich eben jetzt schon mal vor kurz. Nur, dass ihr es mal seht. Weiß nicht, normal kennt man das, aber gerade, dass man dann sieht. Man kann unten auch nochmal, weil dann geht es wirklich unten auch nicht fest. Und man kann jetzt entweder ein bisschen Mehl dazugeben, so dass das nicht klebt, nachdem ich ja einen Kuchen mache. Ein Apfelkuchen, der eigentlich schon so relativ süß wird, nehme ich dafür ein bisschen Zucker, den was ich da drin verteile. Eben einfach ganz normal rumdrehen, ein bisschen was rein. Bis es über die ganzen Seiten geht. Genau, dann ist das schon mal so vorbereitet für später. So. Dann fangen wir jetzt an mit dem Mürbteig. Brauche ich kurz ein Sieb. Da gebe ich eben das Mehl hindurch. Das ist mal das Erste. Ich siebe einfach durch, falls irgendwas drin wäre, was normalerweise nicht der Fall ist, dass wirklich nichts außer dem Mehl hindurch geht. Können wir da schon mal die Mulde machen fürs Ei, was wir dann reinschlagen. Das kann man eher mit dem Löffel aufschlagen. Dann das Ei rein. Dann kann man Puder, also Vanillezucker, gleich mal mit reingeben. Und, hoppala, falsche Schüssel. Den Puderzucker, den sieben wir auch durch. Dass er eben feiner ist. Und wieder kann der ein Klumpen. Und so ist jetzt wirklich schön fein. So. Jetzt vermengen wir das Ganze. Und dann nachher arbeiten wir die Butter ein. Relativ zügig natürlich. Und ich habe mir schon eine Folie vorbereitet. Da schlage ich den dann kurz ein und gebe in den Kühlschrank. Und dann zum später zum Weiterverarbeiten. Genau, das mache ich jetzt einfach ganz normal mit den Fingern, den reiße ich rein. Also die Butter jetzt. Eben aus dem Grund zügig, weil die Butter natürlich mit der Wärme von den Händen sehr weich wird. Was man jetzt am Anfang natürlich kurz braucht zum Verarbeiten. Die Butter soll am Anfang kalt sein, sodass sie nicht gleich in den Händen zerläuft. Man sieht es eh schon schön am Rand mit dem bisschen, was ich jetzt mache, dass es schon weicher wird. Genau, also jetzt haben wir das Ganze mal so ein bisschen zerrissen von der Butter. Und dann können wir das Ganze mit Mehl, Butter und Ei richtig schön vermengen. Das ist ein relativ schneller und simpler Teig, den man auch für alles mögliche andere verwenden kann. Beispiel sind Kekse oder eben jetzt Kuchenboden. Merkt man schon, dass er das Ganze jetzt schon gut aufnimmt. Haben wir ein großes Butterstück. Kann man schon ein wenig mehr kneten. Eben wie gesagt, nicht zu lange.
Ganze eben zügig machen, weil jetzt wieder schon relativ weich. Den Rest aufnehmen rundherum. Haben wir noch was? So, genau. Also der Teig ist jetzt soweit fertig. Dann habe ich mir meine Folie schon vorbereitet. Da schlage ich ihn kurz ein. Genau, jetzt kommt das wohl in den Kühlschrank. Jetzt bereite ich alles andere vor, sprich die Äpfel und was ich noch dazu brauche. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, machen wir weiter. Ich mache jetzt also für meinen Apfelkuchen so Sahne-Ei-Gemisch mit Zimt, mit Bittermandeln, mit Zucker, Vanillezucker. Ich brauche einen halben Liter Sahne. Den lege ich da mal rein. Dann tue ich wieder eine Packung Vanillezucker mit rein. Dann ungefähr 2 Löffel Zimt. Ja. Aufmachen müssten wir es können. Vom Bittermandel gebe ich auch ein paar Tropfen dazu. Ja, komm raus. Es gibt einen sehr guten Geschmack und passt wirklich sehr gut zu den Äpfeln. Genauso wie der Zimt. Und nach Gefühl Zucker, ich würde sagen, so ungefähr sind es gewesen 50 Gramm, 40, 50 Gramm. Das Ganze rühre ich jetzt schon mal gefüllt. So. Auf die Menge brauche ich 2 ganze Eier. Und 3 Dotter. Das heißt, das Eiklar kann ich mir zur Seite geben. Das Eiklar kann man natürlich später mal für was anderes verwenden. Zum Beispiel jetzt Salzburger Nockerl, die habe ich schon gemacht. Da braucht man eh mehr Eiklar wie Eigelb. Da kann man das super verwenden. Oder man macht selber so Marshmallows. Die kann ich auch mal zeigen. Sind auch super lecker und vor allem, wenn sie selber gemacht sind, natürlich noch besser. So, das waren jetzt 3 Stück. Das Ganze vermenge ich jetzt ein bisschen. Frage. Ja, okay, das müsste eigentlich passen soweit. So, das nächste, was ich mache, ich zeige mal kurz vor, ist, ich schäle den Apfel ganz normal. Das mache ich dann eben mit allen. Und da schneide ich mir so Blätter runter. Genau, was ich vergessen habe, ich habe mir bereits meinen Ofen vorgeheizt auf 180 Grad, also den heize ich gerade vor, dass er nachher schon fertig ist. Auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da braucht er in etwa so 25 Minuten, schätze ich. Aber das zeige ich euch dann noch. Und da schneide ich mir jetzt so Blätter runter. Solche und die gebe ich dann in mein Zitronenwasser, dass sie eben nicht braun werden. Ihr könnt sie dann schneiden, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch von der Seite schneiden. Und dann einfach ins Zitronenwasser rein, dass die nicht braun werden. Ich habe mir da jetzt 7 Äpfel vorbereitet.
weil das sind jetzt nicht die größten Äpfel, aber ungefähr 7, so dass ich den Kuchen nachher schön auslegen kann mit denen. Und dann leere ich das Gemisch eben drüber mit Ei und Sahne, mit Ei und Sahne und bedecke das halt und dann packe ich es aus. Ich mache mal die Äpfel fertig und ich melde mich dann, wenn ich beim Kuchen weitermache. Nochmal kurz vorweg, ich habe mich zuerst ein bisschen vertan beim Ei-Sahne-Gemisch. Ich habe gesagt, ich brauche 2 ganze Eier und 3 Eidotter. Problem an der Sache ist, ich habe mich verrechnet, ich brauche 4 Eidotter und 3 ganze Eier. Das habe ich also, sprich, ich habe jetzt noch ein ganzes Ei hinzugegeben und ein Eigelb dazugegeben. So, und jetzt normal weiter. Ich habe jetzt eben meine Form. Ich habe meinen Mürbteig. Ich habe meine geschnittenen Äpfel und eben mein Ei-Sahne-Gemisch. Genau, und jetzt packe ich den Mürbteig aus. Ich nehme mal nicht alles, ungefähr 2 Drittel vom Teig nehme ich mir mal. Dann drücke ich den mit den Händen flach in die Form. Oh, Entschuldigung. Dass überall gleich dick ist. So, dann nehme ich mir eine Gabel und steche kurz unten ein paar Löcher rein. Habe ich ja etwas überlassen, dass ich jetzt den Rand irgendwas habe. Was. So, jetzt habe ich meinen Rand auch fertig, darum habe ich zuerst eben nicht alles genommen, dass ich für den Rand auch noch was habe. Und jetzt nehme ich meine Äpfel und dann fange ich an, dass ich die eben so ein bisschen in Fächerform so ein bisschen auslege. Das mache ich eben rundherum.
Das ist im Prinzip ein sehr schneller und einfacher Apfelkuchen, der für normal immer sehr gut ankommt, wenn man den macht. Für Kaffeekuchen oder sonstiges, also wirklich das ist, was schnell geht, also auch wenn man sich was ausmacht. Ich sag mal, normal hat man ja die Zutaten jetzt zu Hause. Ich meine, wenn ihr jetzt keine Äpfel habt, ihr könnt das Ganze natürlich mit Birnen machen. Oder auch mit, weiß ich nicht, man kann es mit Bananen auch probieren, habe ich jetzt selber noch nicht, aber geht sicher auch. Wie gesagt, das Ganze ist wirklich relativ schnell und natürlich auch relativ einfach gehalten. So, dann bin ich einmal rundum. Dann fange ich eben in der Mitte wieder an. Ja. Schau, dass man nicht zu viel Wasser mitnimmt. Ein bisschen was geht schon, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn das ein bisschen was ist. Nur nicht zu viel. Jetzt schon ein bisschen eng da drin. Die Kabel nur, die kann man da am Rand ein wenig so verteilen. Nämlich der Rand auch so ein bisschen bedeckt mit den Äpfeln. So, jetzt ist das Ganze fertig. Und jetzt kann ich eben mein Sahnegemisch da eben reinleeren, dass das schön bedeckt ist alles. So, das Ganze gebe ich jetzt eben für gut 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen und ich zeige Ihnen dann, wenn er fertig ist. So, ich hoffe, man erkennt es mal ein bisschen schlecht wegen dem Ofen. Problem an der Sache ist jetzt die, er ist jetzt schon die 20 Minuten lange drin gewesen. Das Ganze ist jetzt, ich lasse ihn nochmal 20 Minuten drin, also insgesamt 40 Minuten, weil das Ganze nur leicht, also leicht flüssig, es war nur gut flüssig. Also ich denke, ihr braucht eher 40 Minuten statt 20. Da habe ich mir am Anfang vielleicht ein bisschen vertan, weil ich gesagt habe, ihr braucht nur 20 Minuten oder 25 Minuten. Ich lasse ihn jetzt insgesamt 40 Minuten drin. Genau, und ich melde mich dann, wenn er fertig ist. So, nach endlich 40 Minuten ist mein Kuchen jetzt fertig. Ich lasse ihn jetzt nur noch abkühlen. Dann schneide ich ihn eben an und serviere ich ihn. Ihr könnt jetzt am Schluss natürlich noch sagen, ihr macht einen Zimtzucker. Nur als Beispiel oder mit Staubzucker gemischt und gebt es dann nochmal drüber über den Kuchen. Müsst ihr natürlich nicht, weil das Ganze ist ja schon relativ süß gehalten. Genau, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche allen guten Appetit.